Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele mal wieder Mech Arena. Und gegenüber von letzter Woche hat sich noch nicht viel verändert. Aber ich denke mal, es wird sich bald ändern. Weil ich glaube, der hier war fast fertig gewesen mit seinem Erfolg. Das war MD mit dem Strahl. Oh ne, 10 Millionen noch. Das dauert ja noch eine Ewigkeit. Wie weit ist der hier? Das war Lanza mit den RPG. Lanza mit RPG. Wie weit bist du? Ah, der war das. Da fehlt nur noch 1 Million. Wenn ich mit denen jetzt die ganze Zeit spielen würde, dann möchte ich die Million heute noch fertig kriegen. Also für diese nächsten drei Aufnahmen. Wenn ich mit denen gut spiele. Und die ganze Zeit immer. Gut, wir probieren's. Ich gehe aber ins Wettbewerb rein. Also viel Spaß. Die Runde Nummer 2. Ich spiele wieder mit meinem Lanzer. Ich möchte ja die Quest fertig kriegen. Quest. Den Erfolg fertig kriegen. Ich möchte mal was ausprobieren. Oh, da. Kann ich darüber hüpfen gleich? Mal ausprobieren. Jawohl, ja. Guck mal, wo ich bin. Ich kann mich hier noch so verstecken. Kann ich hier noch weiter hüpfen? Oh nein, nein! Ich dachte gerade, der springt da runter. Lol. Da komme ich also nicht weiter. Wer schaut denn schon hier nach oben? Niemand, oder? Doch, der schaut hoch. Er hat auf mich gezielt. Ja, ich habe auf den geschossen und habe den anderen getötet durch die Explosion. Lol. Also hier oben bin ich auf jeden Fall sicher vor Killshot, vor Slingshot und vor dieser eine Kugel. Wie hieß der? Ich habe den Namen vergessen. Ey, das sieht gut aus. 6-6. Ah, gut, vielleicht nicht, aber es ist spannend. Bam! Supi! Two, one, Sieg! Erste Runde. Das ist eine gute Position mit Lanza. Den werde ich gleich wieder benutzen. Lanza sowieso, aber ich meine die Position jetzt gerade. Zack. 3 Sekunden warten. 2, 1. Und rauf. Boah, ich wurde beschossen. Doch nicht auf mich schießen. Das war Killshot. Aber Slingshot. Ich glaube, Killshot war das. Ich konnte es nicht richtig erkennen, der ist so schnell gestorben. Weil er schon so wenig Leben hatte. Immer in Bewegung bleiben. Ich mache hier einen Marathonlauf. Nein. Ja, naja, okay.
Da hinten ist einer, der schleicht sich bei Emo an. Oh, der hat kein Leben, ist schon down. Down ist er! Bei den RPGs ist es eigentlich so, wenn ich direkt auf ihn schieße, so wie jetzt, macht er nicht ganz so viel Schaden, als wenn ich genau daneben schieße. Also sprich durch die Explosion mache ich mehr Schaden als durch den direkten Treffer. Problem ist nur, ich spiele ja hier mit dem Computer und der hat hier so eine leicht eigene er visiert ein bisschen selber. Oh, ich war der Beste. Mit Lanzer. Mit Lanzer. Gute Position. Merkt euch die Position, mit, wenn ihr Lanzer spielt, bei dieser Ebene. Ist es auf der anderen Seite auch so? Muss ich gleich mal ausprobieren. Außer wenn ich von der Seite, von der anderen Seite starte. Dann brauche ich natürlich nicht ausprobieren. Dann doch, dann probiere ich es auch aus. Gleich dritte Runde. Viel Spaß. Okay, die nächste Runde. Ich wollte gerade notieren, dass ich hier die nächste Runde mache. Oh. Ich schreibe mir das lieber auf, sonst vergesse ich das. Lanzer, ich wollte Lanzer spielen. So. Also das ist jetzt die Position, ja. Scheiße. 3, 2, 1, Turbo rein und... Puh, dann springe ich ein bisschen weiter. Wah, bin ich getroffen, aber egal. So, gleich wird auf der anderen Seite gerannt, in der nächsten Runde. Wenn ich soweit komme. Ich hoffe schon. Hui! Die schießt auf mich schon wieder. Das können sie doch nicht machen. Mal hier runterlaufen. Jetzt denkt er wahrscheinlich, ich bin tot. Also ich sag mal, richtig coole Position. Ich mag die Position hier. Ich bin jetzt ziemlich ungestört oben. Nicht alle schauen nach oben. Aber manche schon. Und die sind auch immer ein bisschen abgelenkt, wenn ich von hier oben schieße. Die denken wahrscheinlich, hey, wo kommt der Schuss her? Schauen. Wo ist der Trottel? Wer schießt auf mich? 3, 2, 1. Ja, okay, 30 Sekunden Nachspielzeit. 8. Oh. 9. Gleichstand. Das ist auch schön. Ich nehme den Lanzer. Ich renne jetzt auf der anderen Seite rüber. Oha, das war falsch. Hier. Dann immer durch, Digga. Digga. Okay, da ist schon mal einer. Und da ist noch einer. Der verabschiedet sich, auch schön. So, einmal schnell rüberlaufen, springen. Ah, da ist einer. Also auf einer Seite kann man auch da stehen. Wissen wir jetzt,
man kann auf beiden Seiten stehen. Dann probieren wir mal ein schnelles Ende hier zu machen. Okay, da hat ein Schild hingebaut. Kein Problem. Der Hacker, der war gut. Wow. Ja, schieß auf mich. Wenn ich hinter bin, ist es mir egal. Hecker. Ich wollte dich doch heilen. Okay, ich spiele wieder den Lanzer. Ich renne auf der linken Seite wieder rüber. Ihr wisst ja jetzt, dass beide Seiten gleich sind. Anlauf nehmen. Und zack. Drauf bin ich. Auf meinem Podest. Oh, ich mag die Position hier oben. Wenn ich hier Long Arm oder sowas hätte, wäre es natürlich noch besser, ne? Aber ich wollte den Erfolg mit den RPGs machen. Ich helfe dir mal. Ui. Ui. Sind alle hier. Ihr könnt die alle abknallen. Ich lock sie alles zu mir rüber. Der noch ganz bisschen Leben. Den müsst ihr noch. Also man ist hier natürlich ein gutes Opfer von Zielraketen, muss ich sagen. Whee. Braucht Deckung. Yeah. Oh, wir liegen in Rückstand. What? Ich bin gleich down. Nein, verloren. Ach, ein Dwarf. Haben wir davor gewonnen? Nice. Schöne Runde. Das war jetzt die zweite Runde. Also eine muss ich noch spielen. Oder habe ich schon den Erfolg? Bis gleich. Ah ne, warte erstmal schauen. Was hier die Punkte sagen. Zwei beste Spieler, okay. Nice. Gleichstand. Bis gleich. Okay. Und die dritte Runde geht los. Ich brauche noch 300.000 Schaden mit den Lanzer. Dann habe ich den Erfolg geschafft. Zip. Okay, ich bin wieder oben. Auf meiner Position. Oh, die kennen schon die Position, oder? Die haben mich nur durch Zufall hier oben gesehen. Jawohl, Doppelkill. Ah. Nah genug. Ich weiß, das ist nah genug. Aber... ich kann nicht durch die Wand schießen. Da kommt einer. Okay. Ein MD. MD. Zu wenig Schaden. Die RPGs. Ja. Er heilt sich jetzt hoch. Kein Problem. Und down ist er. Jawohl.
gute Leistung. Oh, noch ein Schuss. Ich habe einmal in der Luft geschossen. Ah, wer war das? Wer hat mich getroffen? Da, da lag ein toter Mech. Bam, 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 bam. Okay, und nochmal eine Runde Lanza. Das so schön war. Position. Boah. Ich glaube, ich bin mit den C-Spitzen. Ja, C-Spitzen kann man ja nicht sagen, oder? C-Spitzen? Ich sag mal, mit den Krallen aufgekommen. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Bein hätte mich die Spinne erwischt. Wie nice. Boah, ein Strahl. Mit Nass, was soll das? Ich habe eine Quest zu erfüllen. Boah. Mach ich mit denen hier weiter. Nicht eine Quest. Ein Erfolg habe ich zu erfüllen. Oh, der braucht Heilung. Der Sanitäter ist unterwegs. Ach, und? Down. Los, Killshot, warte auf mich. Nee, gestunt. Aber er ist gestorben. Warte, warte, warte. Ich geb dir gleich Hilf. Tut mir leid. Mein Fehler. Dadurch, dass ich mit den Arcteront Terra Ta. Mit den Abblum-Blum-Blum, mit den Blitzen getroffen worden bin, die gehen dann weiter zum nächsten über. Ich glaube, bis zu drei Leute, also bis zu drei Leute kann man, glaube ich, treffen, war das. Ach ja, was soll's. Wir haben gewonnen. Und ich habe bestimmt meinen Erfolg. Dann wird es also nächste Runde gehen. Einen neuen Hangar. So, das ist er. Das Ergebnis. Das ist er, das Ergebnis. Mein Deutsch ist wieder perfekt. Von mir kann man Deutsch lernen. Auf der schlechten Art und Weise. 110, dritter Platz. Okay. Nice. Dann sage ich mal, das war die dritte Runde. Oh, das war es ja dann schon. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mal seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Nächste Woche gibt es einen neuen Hangar. Nächste Woche, am 16. seht ihr den neuen Hangar. Doppelspaß.